Mein Name ist Leopold Puls. Ich bin Geschäftsführer der Firma Puls GmbH mit ungefähr 50 Angestellten. Die Firma wurde 1930 von meinem Großvater Stefan Puls gegründet, von meinem Vater übernommen und von ihm habe ich sie wieder weiter übernommen. Wir sind tätig bei Sand- und Schottergewinnung, Recycling, Erzbau und wir beliefern von hier herunten aus zwei Betonwerke direkt mit unseren Kiesmaterialien. Also sprich, wir haben die Qualitäten erreicht, dass wir das machen können. Wir sind sehr vielseitig. Wir tun auch umschlagen. Durch das, dass wir im kommunalen Sektor tätig sind, haben wir natürlich auch den Handel dabei. Wir handeln mit Altstoffen, sprich Holz oder Strauchschnitt. Wir transportieren im Jahr so 1 bis 2 Millionen Liter Wein. Zuckerrübenanbau sind wir beim Verladen und beim Hochlegen sehr viel tätig. Die Zusammenarbeit mit der Firma Zeppelin gibt es seit 1989. Hat einige Jahre gedauert, bis wir reinrassig geworden sind. Aktuell haben wir 9 Radlader, von 1939 bis 1972. Wir haben Walzen, Dömper, Umschlagbagger, natürlich fast alle Cut-Varianten, die es am Markt gibt. Die neuesten Cut-Maschinen ist der Next Generation 315 und 330 und 36. Also auch von klein bis ganz groß. Inzwischen haben wir 2 neue Radlader bestellt. Es werden sämtliche Maschinen immer wieder abgedatet. Eine Cut-Maschine zu verkaufen im Wiederverkauf ist kein Problem. Also Technik ist Fortschritt. Ohne Technik geht's nicht, es darf aber nie der Grundstock vergessen werden. Und ich will schon immer einen Schritt voraus sein. Es ist keine leichte Investition. Also ohne GPS zukünftig undenkbar. Das zweite haben wir in mehrere Maschinen schon drinnen. Wenn irgendein Problem ist, dann wird das behandelt. Also wenn zum Beispiel Reparatur warten, um das kümmere ich mich nicht. Das passiert und das ist zur Zufriedenheit. Wenn aber irgendwas Technisches ist, dann kontaktiere ich einen Vertreter oder einen Filialleiter und dann sage ich, das Problem haben wir, wie können wir es lösen? Und das funktioniert. Und also Gegenteiliges noch selten gehört. Es gehören viele Faktoren dazu. Das sind mal die geschäftlichen Parts, die passen müssen, dass du sagst, okay, ich probiere das mal, ich mache das mal. Erstens mal ein Produkt. Zweitens Vertretung und Verkauf, weiters die Wartung und Reparatur und der Wiederverkauf. Wo ich sage, es passt nicht nur das Produkt, es passt die Beziehung, es passt das Team. Ich glaube, wir haben derzeit so ein gutes Klima mit Caterpillar. Also es kann nicht leicht wie jemand drüben. Und es soll auch zukünftig so bleiben. Also wo man sagt, Firma Puls und Caterpillar arbeiten weiterhin eng zusammen. Also das Vertrauen habe ich in die Firma, das Vertrauen wird hoffentlich Caterpillar in uns genauso setzen. Und es geht nur miteinander.